Guangdong. Die wirtschaftlich stärkste Provinz in China und langjähriger Partner des Freistaats Bayern. Wir feiern ja jetzt das 10-jährige Jubiläum. Es ist vor allem eine Außenwirtschaftsbeziehung. Die Investitionen, das Engagement findet durch die Betriebe statt, wie hier jetzt VW, Audi. Das Audi-Werk in Foshan hat 4000 Mitarbeiter. Hier werden 450.000 Autos produziert. Das ganze Geschehen auch in der Wirtschaft lebt von den menschlichen Beziehungen. Und ich schätze das ungemein, ob es die Städtepartnerschaft ist, ob es die Universitäten sind. Wir brauchen die persönlichen Beziehungen auf allen Ebenen und es bringt uns näher, wirtschaftlich, politisch. Und ich denke, ein Stück weit, wenn man weitergeht, auch die friedliche Beziehung miteinander ist ein Erfolg. Wir haben jetzt im Rundgang mit Ministerpräsident Seehofer auch gesehen, wie wir parallel zum Lauf der Fabrik kontinuierlich unsere Mitarbeiter weiter qualifizieren, damit die Technik von heute und die Produkte, die morgen hier in Serie gehen, mit perfekt ausgebildeten Mitarbeitern auch produziert werden können. Was kann die Politik für bayerische Unternehmen in China leisten? Türen öffnen, dann, wenn es Probleme gibt, auch mit einsteigen, damit die Probleme überwunden werden. Und natürlich haben wir auch sehr enge Partnerschaften mit der Wissenschaft. Wir hatten ja heute ein Gespräch mit dem Wissenschaftsminister Chinas und da hieß das Zauberwort Innovation. Innovativ ist auch die Erneuerung der 10-jährigen Partnerschaft zwischen Guangdong und Bayern. Ein Erfolgsmodell durch direkte Begegnungen und offenen Austausch. Die Themen des Gesprächs mit dem Gouverneur? Wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklung in Europa, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, der Arbeitsplätze. Dann schließlich zu einer direkten Flugverbindung zwischen Guangdong und München, die deshalb notwendig ist, weil die Partnerschaft immer stärker gelebt wird und natürlich jede direkte Verbindung dabei hilfreich ist. Auch der Fußball verbindet. Wir werden eine Kooperation mit der Provinz Guangdong eingehen und über Trainerausbildung im Jugendbereich, dass wir welche rüberschicken, die hier ausbilden oder dass Trainer zu uns rüberkommen, die auch dann bei unseren Partnerclubs mit geschult werden, dass wir da ein bisschen Schwung reinbringen und für die Zukunft des chinesischen Fußballs einiges tun können. Was nimmt Fußballweltmeister Paul Breitner mit? Es ist gerade hier, wo wir jetzt sind, im Gebiet Guangdong, eine unglaublich interessante Welt, eine unglaublich interessante Geschichte. Und selbst in meinem Alter noch dazu angetan, immer wieder mal die Augen aufzumachen und auch nach wie vor ein bisschen zu lernen, was sich in einem Reich wie China in den letzten 10, 15, 20 Jahren getan hat. Das ist gigantisch. Was ist Staatsministerin Beate Merk wichtig? Das Land kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen dafür, dass Investitionen bei uns interessant sind. Technologische Entwicklung, die Innovation, das ist der Vorsprung. Und solange unsere bayerischen Firmen insgesamt dies verinnerlichen, und das tun sie, Innovation, 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 habe ich in diesen Tagen mehrfach hier gesagt, dann werden sie auf den Märkten der Welt sich immer behaupten. Thank you.